Heda, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Na gut, junger Mann, was machen wir denn da? Du siehst hungrig aus. Was stinkt denn hier so? Komm, das muss ich gleich mal machen. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Gut, halte ich den Ball flach. So, ich würde sagen, du siehst hungrig Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Boah, jetzt ein Schuh? Irgendwie habe ich gerade voll Lust auf Schuh. So mit ein bisschen Oregano. So, bist du immer noch hungrig? Ich will dir einige Sachen gar nicht anklicken übrigens. Aus ominösen Gründen traue ich mich das überhaupt nicht. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Ob wir uns ihn jetzt mal ausleihen können? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Das heißt, wir brauchen einen Schuh. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich habe wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Okay, wir brauchen definitiv einen Schuh für den jungen Mann. Nein, warum nur? Ich will das nicht anklicken. Ach, guck mal. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Okay, ich will mal das hier. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen?
Eigentlich alles, bis auf den Freestyle. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Hä? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß, vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ja, dann lass uns mal das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Finde ich schön. So, dann sind wir jetzt hier fertig. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Okay, dann habe ich wohl verkackt. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen einen Schuh besorgen, sonst fällt mir hier gar nichts ein, was wir hier machen könnten. Hey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. So, ich glaube, ich gehe mich mal ein bisschen in den Grund und Boden schämen. Ich klicke hier einfach drauf und gehe jetzt weg vom Mikrofon und vom Rechner. So. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Wer ist cool, beliebt und lässig, wer kickass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Halber geht. Wer kommt krass und ganz weit rum, wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Bam, bam. Hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Ach, schön, ey. Ich hoffe, die haben dem Synchronsprecher nichts bezahlt. Keine müde Mark soll er bekommen haben. Ich hoffe, der musste am Hamburger Flughafen stundenlang auf sein Flugzeug warten. So, das hoffe ich nämlich. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Schlechtester Synchronsprecher ever. Wie ekelhaft. So, wir sind aber immer noch kein bisschen alter. Mein Gesicht glüht gerade. Mir ist ein bisschen warm geworden. Schon peinlich, aber lustig. So, jetzt muss ich auf jeden Fall einen Schuh. Damit der scheiß stinkende Penner irgendeinen Schuh fressen kann. Am besten so eine alte Ranzmauke. Aber wo kriegen wir die her? Die anderen können wir nicht anquatschen hier. Vielleicht kriegen wir vom Kutter irgendwas. Sarah Kutter, vielleicht hat die irgendwas. Und wieso läuft die Golden ständig hinterher? Schlimm. Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da waren. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Ach ja. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donner Golden nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus.
wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Gol hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Ist lustiger, wenn man den Witz kennt dahinter. So, auf jeden Fall beim Staubsauger musste ich gerade noch an die riesen Turbine denken, für die wir Benzin brauchen. Da wird der Budwin aber seinen Spaß haben. So, Porta Fisco sind wir ja schon. Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja, ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja, ja. Oh ja, das sind immer die besten. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Gol hat recht. Wir sollten eher... Ich weiß nicht. Ja, ist doch viel ich denke... Nein. Okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Da fällt mir auch gar nichts mehr ein. Doc sieht müde aus. Leider ist der Schlafinduktor nicht fertig geworden, an dem ich die ganze Nacht lang rumgehämmert habe. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Und du bist dir sicher, dass du Gol wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die, die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Gol Bluterin ist? Du schaffst das schon. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Okay, Isla Obacht, Tauchboot modifizieren, aber wir brauchen ja noch einen Schuh. Vielleicht kriegen wir den aber drüben. Isla Obacht. Klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Schlechtwetterfront. Kann auch nicht schlimmer sein als in Hamburg. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Ja, so viel Elend auf der Welt. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Natürlich. Hallo Gülchen nochmal. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Na klar. Hey, Gol! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Das war das längste Gespräch aller Zeiten. So, ich schau nochmal auf den Radar. Hier ist Porta Fisco, hier sind die drei Fragezeichen schon wieder. Wir schwimmen mal ganz kurz darüber. Hisst die Segel! Lasst die Leine los! Refft die Beilboote! Wischt die Planken sauber! Andere tolle Begriffe der Seefahrt.